Ja, servus und da ist uns ein neues Jahr, ich erst einmal. Ja, wir haben heute den 2. Januar, Samstag. Gestern am 1. Januar, noch Jahr ist nicht viel passiert. Ja, was ist passiert? Stell gemacht. Ich habe ein wenig geracht. Ja, das wisst ihr noch gar nicht. Ich habe einen kleinen Rachenschrank, ich habe ein wenig Trockenfleisch gemacht im Rachenschrank. Ja, und sonst eigentlich nichts weiter. Ja, mal die Feiertage ein wenig genießen, haben wir nichts da. Ist auch nicht ganz verkehrt. Und ja, das war die Aufgabe. Ja, und jetzt stehen wir unten im Schweinestall. Samstag früh. Ich habe es auch gerade versorgt, habe ihnen was gebracht. Und das wisst ihr auch nicht, oder ein paar von euch wissen es. Die Oma war vor die Kleinen mal ein paar Tage getrennt. Hat nämlich einen kleinen Unfall gegeben. Man sieht es nur da an der Wand. Es schaut schlimmer aus, als es war. Die Oma war rauschig, hat ihren Arsch da an den Zwischending nach, wo es zu meiner Ebene übergeht. Und das kleine Dreieck da. Und der hat ihr in den Schwanz reingebissen. Der Schwanz hat das Bluten angefangen, das ist ja klar. Das hat sie aber scheinbar nicht weiter gekümmert. Sie läuft da hinherum, patsch, 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 überall die Gehche, die Wände alle schön ruht. Dann die Kleine natürlich auch so ein Spielzeug. Wenn da hinten was riecht und alles schmeckt, dann muss man natürlich gucken. Naja. Drama. Deswegen haben wir uns jetzt ein paar Tage getrennt. Es hat aber der Oma überhaupt nicht gepasst, weil die hat das gar nicht kapiert, warum ich jetzt sie von ihrer Kleinen trenne. Also das ist wohl ihr ja ursuspekt. Die Arzt war einmal da, hat sich so angeschaut. Ich habe gesagt, alles halb so wild. Naja, kann passieren. Steckst nicht drin. Wenn der Ewe da drüben steht und du stellst dann quasi da die Sau gleich daneben und die Sau, das ist quasi, du musst dir vorstellen, wie eine nackte Frau. Das ist ja ganz jugendfrei, ne? Dann, ja, ist klar, ne? Der möchte halt einen Arm machen. Und der durfte ja bislang nicht. Und, ja, ist halt blöd gelaufen, deswegen ist er jetzt zu. Da kommt er nicht mehr rüber. Keine Chance mehr, passt die Nase nicht mehr durch. Aber die Hühner natürlich machen bloß Quatsch, ne? Ja, und die Kleine soll er heute wieder zusammengelassen. Passiert nichts mehr. Die Oma. Ja, die war richtig angepisst die letzten Tage, das hat sie auch gar nicht verstanden, wieso ich hier ihre Kleinen wegnehme. Also, weil eigentlich auch immer muss sagen, naja, Mensch, die Schweine, du kannst die nicht ewig da zusammenlassen und das ist blöd, das darfst du fein nicht. Weil die dumm sich fein gehen, seit ich dann besser auch bei der Oma nicht. Die Oma ist auch guter Sau, die passt nach wie vor auf. Was mit den Kleinen ist, wenn du die Kleinen hochnimmst oder was, die ist immer in Alarmbereitschaft. Wenn die Kleinen das Quietschen anfangen, dann wird die auch durchaus einmal böse. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann sagt, mir doch wurscht. Nee, im Gegenteil, wenn du hergehst und nimmst die Kleinen hoch und die fangen das Quietschen und Kreischen an, dann wird sie sehr aufmerksam. Und wenn du die dann nicht, ich sag mal, innerhalb einer vorgegebenen Zeit von der Oma runterlässt, dann kann es schon mal passieren, dass er dann einen gescheiten Rempler gibt, dass er dich dann auch mal antut. Der Mann hat so ja recht, ne? Die passt halt auf ihrer Kleinen auf. So, und das war jetzt scheiße. Alles klar. Ja, jetzt macht ihr einen Spaziergang. Ja, pfeifen. Naja. Ja, wie gesagt, jetzt sind sie wieder zusammen. Schauen wir mal, ob es gut geht. Die waren jetzt die Wochen getrennt. Ich hab's auch da hinten in den Gang rein. Die Tür ist ja da quasi zu der Oma gewesen. Die Oma war da, Feigelchen war dort und die Kleinen waren im ganzen Gang da. Also Platz haben sie auch gehabt, das ist nicht das Problem. Ja, und jetzt sind sie auch wie gesagt wieder zusammen. Schauen wir mal, dass das gut geht. Hey Oma! Hey Oma! Oh, jetzt kommt's auch wieder. Gibt's gleich wieder Haue. Obacht, die Mama kommt. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt habt ihr die ganz Futter weggefressen. Ja, die hat jetzt die letzten Tage auch mal richtig Zeit gehabt. Die hat immer Futter liegen lassen im Futtertrog. Hat es auch gar nicht ausgefressen. Aber jetzt mit den Kleinen, jetzt muss er natürlich auch kontrollieren, weil. Scheiße, jetzt kann man sich's nicht mehr aufheben später. Hey, du hörst auf! Ja, na gut. Ich geh jetzt dann einmal auf zum Frühstücken. Und wir sehen uns wieder.
So, und haben wir mittlerweile Sonntag. Heute ist, glaube ich, der dritte erste, ja. Genau, der dritte. Und ja, was ich euch gar nicht gesagt habe, wie haben wir eigentlich mit den Viecher die Silvesternacht verdrungen gemacht? Ja, ich habe die Viecher nicht weiter eingesperrt. Also da im Kühlstall haben wir ausnahmsweise nicht. Ich habe es da draußen gelassen. Und ja, es war deutlich ruhiger wie sonst die Jahre. Es hat ein paar gegeben, die haben geschossen. Vor allem dann aufwärts, da waren ein paar. Aber ich sag einmal, es hat sich in Grenzen gehalten. Viecher sind ruhig geblieben. Ich habe um eins rum einen Rundganghausen gemacht. Da waren die Kühe dann da oben in der Koppel gelegen, in der Ecken. Haben vor sich hier wieder gekäut. Also alles prima. Denen geht's blendend. Ja, Silvester haben wir auf jeden Fall gut überstanden. Das hoffe ich natürlich für alle anderen auch. Und ja, jetzt ist wie gesagt mittlerweile Sonntag. Silvester war Donnerstag. Freitag war Neujahr. Ja, gestern haben wir das erste Mal wieder gefilmt im neuen Jahr. Und jetzt sind wir gerade hinten im Stall. Ja, kennt ihr ja den Hintergrund, ne? Und ich muss euch was zeigen. Da fehlt was. Kaputt. Ja, ihr wisst, da hängt eigentlich die Hasia-Schrotmühle. Wo ist die? Naja, also die fällt schon seit längerem auseinander. Die Starrinner lösen sich auf. Der Blechkorpus außenrum ist nicht mehr gut beieinander. Ich muss euch einmal zeigen. Die liegt mittlerweile auf dem Eisenhaufen. Ja, es fällt alles auseinander. Also wie gesagt, die Starrinner hier fallen voneinander. Da waren dann so Ringe drauf, so Metallring. Die hat es davor gehauen, die sind weggerost. Da hinten hat es auch schon mehrfach Löcher. Teilweise, wenn du da ein wenig drauf stürzt, da kannst du da rein drücken. Da hat der Großvater schon mal Bleche aufgeschmaust. Da und da und da oben. Auf der anderen Seite schaut es nicht besser aus. Ja. Schade. Die ist halt kaputt. Aufgearbeitet. Also, wenn du es zusammen machen wolltest, du brauchst quasi entweder die Zeit und Lust und Laune und machst komplett den Korpus außenrum aus Blech neu. Und zwar noch ja Starrinner neu. Das wäre die andere Möglichkeit. Ja, oder halt gucken noch passenden Ersatz. Ja, Ersatz gesucht, Schrotmüll, alles was du angeboten kriegst, das ist halt nicht mehr der beste Zustand, das ist ein Allerschwing. Dann hätte ich ja eigentlich auch noch da stehen, die ist ja immer noch für den Thorsten. An der Stelle noch einmal, Thorsten, ich habe da noch drei Schrotmüll stehen, die möchte vielleicht einmal kult werden. Ja, die wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit gewesen, du baust halt einfach die drauf, wenn es auch eh nicht holt. Nee, ist nicht Sinn und Zweck, die soll er holen. Und ja, mein Vater, der hat vor längerem schon mal bei einem Bekannten von uns eine Schrotmühle angeschaut. Der hat auch an einem Stottel drin stehen. Und wir haben gestern gesagt, naja, ich schaue es einmal mal an, mal gucken, was er dafür verlangt. Keine Ahnung, ein alter Schrotmühle, muss man sich anschauen. Weiß ich nicht. Naja, angerufen, gesagt, geht da, runter gefahren. Ja, da hinten Stützer. Nein, denke ich schon, gelb. Ja, das Krame, hat es ja geheißen. Aber die schaut komisch aus. Hat so ein dünner Trommel irgendwie. Da kann auch keiner zwei Molz da drin sein. Nö, ist es auch nicht. Ist ein Hammermühl. Naja, Hammermühl. Kabel kaputt. Schalter kaputt. Muss da gucken. Was machst du damit? Willst du es probieren? Haben wir aufgemacht, die Schlägel angeschaut. Ja, die wären noch in Ordnung. Aber halt ein modsmäßig großes Ding, ein Motor mit 5,5 kW drauf und kein Riemenantrieb mehr, sondern Direktantrieb über den Motor. Nu, tja, was magst du? Überlegt, eingeschlagen, gekauft, hat jetzt 130 Euro kostet. Ich denke, der Preis ist top, ist fair, will ich mich echt nicht beklagen. Da soll ich an der Stelle auch nochmal Dankeschön, falls ihr mal ein Video schaut. Er hat mich gefragt, was ich ausgeben tät. Ich war mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, weil ich gesagt, man muss auch irgendwas drauf machen. Kabel und ja, die hat kein richtiges Podest, wo es auch draufsteht. Das müsste man auch mal bauen und Schalter und ja, ob es dann funktioniert. Ich habe auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht geguckt. Kriegst du überhaupt noch Ersatzteile für das Ding? Naja, aber gekauft. Gestern Kummer, also gestern Kult und ja, da steht der Apparat.
Das ist ein Gramme mal fix U. Jo, 5,5 kW, der Motor hinten drauf. Bleischweres Ding, ich denke auch mal 2 Zentner wird es auch. Annähernd, weil Alahim geht nicht. Du kostet halt zwar Allah bewegen, aber Alahim geht nicht. Also ich schätze auf 2 Zentner, vielleicht sogar ein wenig mehr. Ja, Schalter ist kaputt. Die hat eigentlich Stand-Dreieck-Schaltung. Sitzt da eigentlich ein Schalter drauf, erster Stufen, zweiter Stufen. Schaltest da quasi um dann. Ja, da ist der Schaltknopf oben drauf gebrochen. Muss ja mal gucken, dass ich auf der Arbeit was auftreibe. Mal schauen jetzt die kommenden Wochen. Vielleicht kriege ich was her. Jo, und jetzt ist das Ding natürlich ein wenig anders wie die Hasia. Die Hasia seht ihr ja da hinten die Schleifspur vom Riemer an der Wand entlang, ne? Die Riemerscheiben wo hinten an der Wand. Der Trichter hat genau unter den Trichter gepasst. Das hat der Großvater mal gebaut. Hat alles optimal gepasst. Die war da genau drüber. Du hast oben voll geschüttet. Der Trichter von der Hasia ist voll gelaufen. Und wenn er voll war, dann konntest du den Trichter oben noch voll schütten, weil drüber gelaufen ist nichts. Das hat alles schön ineinander gegriffen, hat schön gepasst. Jo, war eigentlich ein optimales System. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt ist die Sache aber so. Dido hat ja schon mal einen runden Trichter. Gut, der Trichter ist wurscht, der passt ja trotzdem und das eckig ja. Das eckig ja passt ja da rein. Ist ja egal. Nur der Motor dran, der ist ein wenig im Weg. Du musst, wenn du das Ding warten willst, da vorne die drei Schrauben aufmachen. 1, 2, 3, also die Hutmuttern. Die schraubst runter, nimmst den Deckel ab, kommst in auch in die Schlägel. Ich glaube, das sind 12 Schlägel drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und halt eine Trommel, wo die draufhängen. So. Und da musst du auch, wenn du dein Sieb wechseln willst, zum Beispiel, musst du auch da rein. Na gut. Also, muss das Ding ja noch Möglichkeit frei zugänglich sein. Ich kann also nicht hergehen und kann jetzt dann mit der Seite mit dem Deckel da hinten auf die Wand drauf machen. Weil schön wäre es natürlich, das Alltagsgestell da oder zu nutzen. Unser Dode genau drunter zu stellen. Theoretisch optimal. Magst die Seiten Dode auf die Wendende, wo die Riemerscheiben war. Passt da genau unten unter den alten Trichter drunter. Wäre theoretisch optimal. Aber musst du an den Schlägel noch, kommst natürlich ganz bescheiden hier. Wie willst du das aufmachen? Dann müsstest du das Ding ausbauen. Wie gesagt, die ist bleischwer, wenn die einmal da hinten ist. Die baut, glaube ich, keine mehr aus. So, kommst nicht noch. Da hat der Vater schon gemeint, na gut, wir können es ja nehmen, den Motor, so wie er jetzt da steht, so an die Wand noch machen. Dass quasi der Motor hinten 2 cm Luft vor der Wand hat. Und dann auf dem Podest, das müssen wir halt umbauen, verlängern beide rüber, dass der Motor dann da an der Wand anliegt, quasi so, wenn der jetzt drüber schaut, da so in dem Bereich. Wäre eine Möglichkeit, müsste man halt umbauen. Gut, das wäre die erste Möglichkeit, die man hätte. So könnten wir es machen. Blöd natürlich, ich habe von der Hasia auf den großen Motor ein neues Kabel gekauft. Kabel ist ja nicht schlecht, das ist nagelneu, ist tipptopp, ist richtig klasse. Mit neuer Stecke und allem. Und es hat auch optimal gepasst, weil das Kabel kommt ja von dem Motor, drüben liegt der Stecker auf dem Staubsauger, kommt von dem Motor und geht auch bloß da in die Dosen oder in die Dosen. Original war es in der, weil die da hinten über den Schalter läuft. Konnte ich es ja da hinten einschalten. Hat ja schön gepasst. So. Wenn ich jetzt natürlich das Kabel nehme, das ist 3 Meter lang, das langt mir aber nicht so weiglich bis da hinten und an die Maschine. Also geht das Gefreck schon los. Brauche ich schon wieder ein neues Kabel. Da habe ich 3 Meter Kabel gekauft, das ich jetzt dann quasi ja, für die Katze habe. Brauche ich nicht mehr, kannst du wegschmeißen oder aufheben oder anderweitig. Aber wo brauchst du 3 Meter Stück? Naja, wie gesagt, dann ist er als nächster, der Motor, der ist halt wirklich 2 cm vor der Wand. Braucht er doch ein wenig Kühlluft, das Ding, das läuft ja im Sommer und im Winter. Ich habe es auch noch nicht im Betrieb gehabt, ich weiß nicht, wie warm das er wird, ich weiß nicht, wie schnell das er schruten tut. Kann ich alles nicht sagen, muss ich erst schauen, ob es überhaupt geht. Kann natürlich auch passieren, wenn es blöd läuft. Ich baue einen Stecker noch, schließe das Ding an, habe es dann vielleicht da hinten drauf stehe, tut sich nichts. Motorschaden. Braucht bloß eine Wicklung oder was kaputt sein. Alles schon gehabt. Ja, dann hätte ich jetzt eine Auto oder noch einen Motor stehen. Der ist ein wenig kleiner, ich glaube der hat 4,5 kW. Aber gut, dann könnten wir ja vielleicht den anflanschen. Müssten wir natürlich auch ein wenig umbauen, aber ja, machbar wäre es vielleicht. Jetzt wäre aber die andere Überlegung gewesen, wo ich drüber nachdenke. Was könnten wir mit dem Ding noch machen?
wenn man es auch gar nicht auf ein festes Gestell tut. Wenn ich sage, ich mache da hinten die Astremen aus, die sind unten einbetoniert, okay, müsste ich halt unten dann wegflexen am Boden und umher oder decken. Wie es das machst, das eh wurscht. Flexen und schleifen müsste ich da hinaus sowieso, was nicht schön ist, weil Problem ist, das ist eine Strohputzdecke. Der Boden ist natürlich auch nie ganz sauber, es ist halt der Stoll. Du hast da wegen Stroh und Heireste. Ich habe jetzt schon mal so gut wie möglich weg. Holzwände, die ja, Knochen trocken sind, da kannst du wahrscheinlich ein Streichhölzler nachhalten, dann geht das Zeug in Flamme auf. Ist so. Ist nicht schön. Aber kommst eh nicht drum rum. Gut, musst da Feuerlöscher bereitstellen. Oder am besten den Schlauchwagen da oder eine Wassergleichrinde. Vielleicht vorher mal ein wenig durchflyer, die Wände mal ein wenig ansprühen, dass wenn Funken fliegen, die sofort dann ein wenig feucht werden und abkühlen. Ist ja kein Problem. Also herausflexen wäre meine Überlegung. Das Ding da komplett raus. Dann hätten wir da Platz in der Ecke. Wäre auch zum Putzen dann schöner, wenn du da hinten einmal rauskehren willst oder was, weil ich mache einen Stab und Reg und Kannler und so, ich bolle ja trotzdem immer mal ein wenig was daneben, das kannst du gar nicht vermeiden. Und dann wäre eben die Überlegung, die ganze Hammermühl auf ein Vorbars gestellt zu tun. Die Überlegung ist nämlich, die Mühl ist vom Boden bis zum Trichter Oberkanten 90 cm hoch. Das sind genau 90. Ich möchte an der auch nichts verändern, weil wir schon überlegt haben, vielleicht kürzt man es ein wenig ein, schnell da oben den Krogen weg. Aber das ist alles, das ist sehr schade dafür, das schneidet man nicht einfach was weg, bloß dass es dort reinpasst. Die ist 90. Ich schrude ja normalerweise mit meiner Mülltonne rein. Also die. Und so eine Mülltonne ist nämlich bis da rauf, ich glaube bei 86 cm. Also die Kanten da oder 86 cm. Und bis zu meinem Trichter oben, jetzt kommt nämlich erst eigentlich, warum ich das mit der Höhe so hoch, bis zu meinem Trichter oben hätte ich genau 1,80 Meter. Jo, 1,80 Meter. Das heißt, ein Gestell gebaut, 90 cm hoch mit Rollen unten dran, also schöner Schwerlastrollen, Gummirollen oder sowas. Ein Gestell gebaut, wo du die Mülltonne quasi reinschieben kannst. Also ich stelle mir das vor wie so ein U-förmiges Gestell mit 4 Rollen, vielleicht 20 Uhr mit Brems oder was und natürlich Schwenkrollen. 2 Schwenkrollen vielleicht mit Brems, muss man sich überlegen. Ich denke aber, du wirst vielleicht drauf rauslaufen. Und oben drauf auf das Gestell die Mühl, die hat den Auslass da vorne. Der Auslass gehört halt ein wenig Sog oder was drauf, dass da nicht so stoppt, weil ich meine, die haben eine Mühl, die macht einen Haufen Wind da, die bläst da gewaltig. Geht ein wenig Sog drauf, dass man schön einen Kübel reinstecken kann und das nicht überall rum sprüht, rieselt, macht, tut. So, das wäre jetzt wie gesagt die Überlegung. Das aufrollen. Dann kannst du das Ding nehmen, schiebst du da hinten ins Eck. Das kostet dann drehen, wie du willst, wie es am besten passt. Meinetwegen. So. Da hinten unten den Trichter drunter. Lässt den Trichter von oben, füllst ihn auf, lässt ihn auf voll laufen. Fährst du wieder raus, stellst du bequem da vorne an, was du halt brauchst. Vorne in das Gestell die Mülltonne reingeschoben, Kabel angesteckt, eingeschaltet, fertig. Vielleicht kann ich sogar den Schalter weglassen, wenn ich es über den Schalter da oder schalten tät. Wobei das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil das ist ein Dreieck und der ist ja bloß einfach eingeschaltet. Aber das wäre wie gesagt ein wenig die Überlegung. Ich meine, Umbauer kommen aus aller Welt. Ja, also wie gesagt, da bin ich so ein wenig am Überlegen. Das heißt natürlich, ich brauche jetzt ein paar Schwerlastrollen. Und wie man weiß, Baumarkt kommt zu. Aber wir haben ja eine Baumaschinenvermietung. Sprich, wir haben ein Gewerbe, wir haben einen Gewerbeschein. Sprich, ich werde morgen mit meinem Vater wahrscheinlich nach dem Baumarkt fahren und mir 4 Schwerlastrollen hin. Material, Stahl zum Bauer. Brauche ich natürlich auch. Ich hätte aber dann ein wenig was, weil wenn ich das Ding da rausnehme, ist ja auch Stahl. Ja, dann hätte ich ja das schon. Dann müsste das Gestell natürlich auch ein wenig breitbeiniger sein, wie die Mühle selber, dass es schön stabil steht, dass es nicht umkippt oder was. Wäre ja auch kein Problem. Und dass natürlich auch die Mülltonne in das Gestell reingefahren werden kann. Ja, und dann kann man das Ding da hinten rein da.
Und drunter fahren, auffüllen, rausfahren, schruden oder mahlen, wie man es nennen mag, in die Fässer rein. Und dann auch, wenn du da Wartung oder was hast, wäre es natürlich auch top. Wenn ich das Ding nämlich auf 1,80 oder vielleicht entbricht der da oben noch ein bisschen beschneit, quasi noch ein wenig Katzen du noch den oberen Trichter, dass er ein wenig flacher wird, dann könnte ich noch ein wenig höher auf. Dann hätte ich sogar noch den Vorteil, wenn ich an dem Ding einmal was warten muss oder was zu machen ist, ich muss es nicht oben im Stall machen. Es kann ja auch mal sagen, du musst was drauf schwasen oder sonst was, weil was kaputt geht oder abreißt oder steckst da nie drin. Die schaut jetzt zwar noch top aus, aber es kann ja immer mal was sein. Dann könnte ich das Gestell nehmen, fahr's von da hinten raus, da zu der Tür raus und stell mich da außen mit dem Radlader mit dem Mulden noch. Nein, unter die Hall, unten in der Hall in bequem die Wartung gemacht. Mal gründlich ausblosen, meinetwegen Schlägel wechseln oder sonst was. Kannst alles da unten bequem machen. Und dann fährst du auch wieder rauf, stellst du auch wieder her, hast wieder eine schöne, saubere Maschine. Hast dem Sauberen gearbeitet, musst das nicht alles daheim machen, wo es eng ist und wo du kein Werkzeug hast, wo du immer alles erst drauf schlafen musst. Die Idee ist nicht schlecht und ich glaube, die werde ich umsetzen. Ich muss einmal mit meinem Vater noch reden, was der noch meint. Weil, wie gesagt, er hat gemeint, das Gestell da oder Umbauer, quasi die Hasia, die war auf 80 cm gesessen. Man müsste es jetzt da oder die Eisen 10 cm tiefer setzen, dann passt die rein. Die passt auch nicht rein, wenn der Trichter oben ist, weil es sind bloß 80 cm bis zu der Decke. Das ist das Problem. Also nicht, dass jetzt auch nicht denkt, nee, also von der Decke bis zu dem Gestell oder bis zu die Eisen sind es 80 cm. Man müsste halt 10 cm, vielleicht 15 cm Tiefe setzen, das passt. Und so dann ein wenig Umbauer, müsste man alles dahin schwasen. Man müsste in die Wände reinbohren, auf der Außenseite sitzt vor der Solaranloch, das Zeug ist blöd, kostet nicht durchbohren. Dann, was ich mir auch denke, du hast Erschütterungen. Ich stelle mir das jetzt so vor, die Maschine läuft, ich habe es bei der Hasia gesehen. Du hast da eingeschaltet, die hat natürlich gearbeitet, hat geschüttelt und gemacht und getan, ist klar. Schwung drauf, braucht bloß irgendwo eine Wellen oder was, ein bisschen eine Schiefsache, braucht ein wenig Umwucht haben und schon hast du auch geschüttelt drauf, dass es nicht schöner geht. Du hast es immer im ganzen Gebäude gemerkt, dass die Schrotmühle an war. Und ich stelle mir das jetzt vor, wenn der auf Gummirollen dann steht, auf so Schwerlastrollen, dann ist das auch wurscht, weil dann hast du an die ganzen Wände hast du kein Geschüttel mehr, kein Gerabbel mehr, die Wände bleiben intakt, du machst nichts mehr kaputt. Ich glaube, da könnte man ein paar Fliegen mit einer Klappe schlagen und ich glaube, das werde ich umsetzen. Ja. Jetzt habe ich einen Haufen gelabert, ein ganzer Haufen Quatsch. Und ihr werdet schon alle die Hände über den Kopf wieder zusammenschlagen und sagen, das ist halt schon wieder strunzlangweilig, aber das ist halt so, ne? Ja, wie wir das umsetzen, da halte ich euch auf dem Laufenden. Ich werde auf jeden Fall jetzt, weil ich das einmal sehen will, wie das Ding läuft. Aber das werde ich heute nicht mehr machen. Ich werde meine Viecher jetzt dann machen. Gar machen, weil den Stall da habe ich schon fertig. Ist nämlich schon dunkel. Ich werde jetzt die Schweine noch machen und dann mache ich für heute Feierabend, das ist eh Sonntag. Und morgen werde ich dann einmal, mein Werkzeug habe ich da, das Kabel vom alten Motor da oder runter machen. Das war ja wie gesagt neu angeschlossen. Und werde das Kabel da wieder anschließen. Und dann mal gucken, vielleicht den Schalter, dass ich da einen organisiert kriege, weil ich glaube, Löffel hat dort offen. Und wo ist er denn? Ich habe noch gestern eingesteckt. Ha, da ist er. Und ja, das ist das Ding. Der ist da kaputt. Er lässt sich zwar noch schalten, aber halt nicht mehr so schön. Es ist ziemlich gebrochen alles. Ja, dass ich da vielleicht ein neuer Schalter organisiert kriege. Und dann war das Ding wieder zusammengerichtet. Mein Anvorteil hat er. Bei der Schrotmühle, das wisst ihr alle, da ist der offene Riemer gewesen. Mich hat er ja nicht gestört. Die BG hätte sich wieder, der wenn wieder Kummer wäre, hätte es wieder Eiche gegeben. Riemer offen, weil er hätte es dann eingreifen können da hinten. Ist klar. Ja. Mal gucken. Ob ich das jetzt gerade richtig gesehen? Nicht wohl. Das Rohr, was da aus dem Gebäude rauskommt, so schräg, ist das ehemalige Auspuffrohr von BHKW. Da ist gerade ein Meisen rein. Aber die Nest. Vögel sind eh wie die Verrückten im Moment.
Die Singer und Dom. Jetzt ist es gerade ein wenig ruhiger. Na gut, es war dunkel. Die Dom, wie wenn sie auch Frühlingsgefühle haben. Naja, wer weiß. Ist da ein Meisen? Ich glaube, ich bin. Was hat denn die vor? Naja. Nö, aber das werde ich umbauen und da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Gut, und jetzt machen wir für den Sonntag Feierabend, sonst muss ich mit den Viechern wieder bis Ultimo. So Leute, wir haben mittlerweile Dienstag, den 5. müsste heute sein, ja. Und meine Konstruktion ist fertig, das habe ich nicht gefilmt. Das war gebastelt und geschwarz und getan. Ja, du stehst das welcher lang? Einkauft im Baumarkt. Ja, wer sich jetzt fragt, wie kommst du denn in den Baumarkt? Das kann ja gar nicht sein. Wir haben ja schließlich. Nö, wir haben Gewerbe, also von daher. Komm mir das wurscht sein, ich kann einkaufen, wenn ich will. Halt auf Gewerbe. Ja, 4 Rollen gekauft. 2-mal Lenkrollen, 1-2. Und da hinten 2-mal Bockrollen. Wobei ich schon festgestellt habe, das wäre fast gescheiter gewesen, wenn da hinten auch noch Lenkrollen wären. Wäre trotzdem fast schöner. Aber gut, jetzt ist halt so, wie es ist. Den Schalter habe ich hinten auf der Rückseite abgeschnitten, dass er schön gerade anliegt. Dass er nicht mehr so hier und her wackelt und mit einer Schraube wieder festgemacht. Mal gucken, wie lange er hält. Ich werde trotzdem mal gucken, vielleicht kriege ich einen anderen Schalter her. Zur Not das Ding dort komplett neu. Mal gucken. Ja, ich habe jetzt gerade einmal geschrotet. Ich habe einen Vas durchgelassen. Ja, Ergebnis ist. Grieselig. Ich sage einmal, es fühlt sich ein wenig an wie Hartweizengrieß. Mit einem gewissen Anteil Mehl. Ja, es ist halt jetzt eine Hammermühle, die macht natürlich recht fein. Es gibt gröbere und es gibt feinere Siebe. Naja, müssen wir mal gucken. Jetzt war ich erst einmal da ein bisschen auf Schruden. Mal schauen, wie es dann ausschaut. Und wenn das Ganze so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich alle Welt noch ein Sieb kaufen, weil die sind nicht billig, die gibt es noch. Das ist kein Problem, aber die sind nicht ganz billig, da kostet ein Sieb um die 100 Euro. Mal gucken. Wie gesagt, ich probiere das jetzt erst einmal so aus. Ich habe jetzt einmal Haarbein eingefüllt. Ja, warum stehe ich nicht direkt unter den Trichter? Ja, mein Kabel ist ein wenig kurz. Das ist jetzt doch nicht auf Spannung, das liegt schön lose. Aber ja, schön ist es nicht. Da werde ich vielleicht doch einmal noch ein länger organisieren. Oder die Alternativen habe ich überlegt. Vielleicht versetze ich ja einfach an von die Dosen. Entweder die oder die. Die wäre ja noch zusätzlich über den Schalter durch. Also könnte ich ja doppelt ausschalten, wenn ich wolle. Weil dann könnte ich die jetzt quasi durch die Nagelschalten lösen. Abschrauben von der Wand. Und ja, da seht ihr schon, da ist er unten drunter durchgelegt. Das müsste man halt dann alles einmal ein wenig lösen, dass er unten drunter durchgeht. Dass man es ändern könnte. Die obere wäre natürlich leichter, weil die liegt über allem drüber. Ja, dass ich die 16er durch zum Beispiel versetze. Die müssen dann bloß statt in die Richtung rüber, in die andere Richtung. Oben an der Wände entlang. Ich denke da mal von der Länge, die Busa hat, könnte es mit Glück. Naja, da oben in die Ecken langer. Das weiß ich nicht. Oder halt da noch eine Umleitung neu ziehen und das neu machen. Mal schauen. Das überlege ich mir noch. Irgendwas mache ich da, weil so ist trotzdem nicht so ganz optimal. Das Kabel ist einfach zu kurz. Das ist jetzt das Kabel, was von meinen alten Motor oder wo, wo die große Schwungscheibe drauf ist. Der hat ja ursprünglich die Hasia angetrieben, man sieht ja die Treibspuren. Naja, jetzt gucken wir halt einmal. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ja, Konstruktion an sich. D-Profil unten. Rüber, rüber, rüber. Beide Rädler vorne jeweils da noch ein Stück. Da sind es vom Mischstreuer, die AU, Quatsch, die Winkeleisen, die ich gehabt habe. Das sind ja meine Streuarme geworden und da war noch Material übrig. Das habe ich dafür verwendet. Das ganze Ding, das ist massiv.
Wir haben sie jetzt gerade händisch rauf geschoben. Und ja, das hat sie ausgehalten. Also ich denke, normal, was soll da kaputt gehen? Bremsrollen hat sie drin, dass er nicht vorrollt, dass er steht. Und ja, wie gesagt, massiv ist es. Die ist ja noch mal untereinander da verschraubt. Das hält auch. Ich habe ja einen Sock spendiert, den werde ich vielleicht noch mit einem Draht richtig drauf binden, weil das jetzt Kabelbinder. Es funktioniert aber nicht so schön, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Ja, einfacher Segler, dass man ein wenig einen Auslass hat, sonst hast du den Stab überall. Gut, den hast du sowieso, sieht man schon. Aber gut. Ja, lassen wir es halt einmal laufen und schauen wir mal.
So, da haben wir das Ergebnis, das ist jetzt ein halber Tonner. Also, nicht ein halber Tonne, sondern ein halber, naja, schon ein Tonner, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Ein halber Mülltonner. Jo, da haben fein, sehr fein. Ich würde sagen, das könnte man als Mehl durchgehen lassen. Ja, das wollen wir nicht, das ist ein Stück vom Sog. Sehr fein. Na gut, das, ich wage es ja eher für die Schweine. Und ich denke, wenn es eingebracht ist, wird ihnen gefallen, wird es auch freier. Ja, stecke ewig so weit noch ändern, dass ich vielleicht die Maschine trotzdem da hinten und den Trichter stehen lassen kann. Weil ich habe gar gemerkt, der Trichter, der ist lang genug, wenn die voll läuft. Dann kannst du den da oben auch füllen. Und dann kannst du machen, wie ich es vorher immer gemacht habe. Kann quasi das Ding da oben voll knallen. Die da unten drunter einschalten, durchjagen lassen. Also, ich muss jetzt dazu sagen, das. Die halbe Astana voll Dose. Die hätte normalerweise mit der Schrotmühle, ich sag mal so, ja, circa eine halbe Stunde gedauert. Das ist jetzt mit der Dose vielleicht in, muss man es gewesen sein, 10 Minuten. Wenn überhaupt. Also das ist ein Bruchteil von der Zeit quasi, wo ich sonst gebraucht habe. Und ja, wenn ich die dann da drunter stelle und voll mache, da lässt sich doch was damit erben. Ja, wie gesagt, ich mache die ja nochmal noch viel fuller. Da kommt ja, die kommt ja bis um hier, dass er voll ist. Und die zwei da ist auch leer. Ich habe mir jetzt bloß gedacht, dass ich überhaupt einmal drauf habe. Und ich wollte ja das Ding ausprobieren. Die ist natürlich unheimlich laut im Vergleich zu meiner alten Schrotmühle. Irgendwo da unten, da wo der Raben zu End müsste eigentlich noch ein wenig was drin sein. Ja, da vorne drauf, das ist was. Seht ihr den Unterschied zwischen Raben und was? Der Raben, der ist fast so ein wenig wattig, möchte ich sagen, falls man sie kennt. Da in dem Bereich. Und der was, der ist eher mehlig. Jo. Gut, auf jeden Fall funktioniert. Das gefällt mir schon mal. Ich habe da kein Problem damit, wenn einmal ein Stück Stroh oder was mit reinkommt. Da musst man bei der Schrotmühle aufpassen, wenn Stroh reinkommen ist, dann hat sich die verstopft. Hier bloß einen kleinen Einlass und so ein kleines Schneckenregler drin. Und wenn da der Stroh drüber gelegen war und der Schneckenregler hat den Stroh nicht zu fassen gekriegt, dann hat die blockiert. Dann ist quasi kein Getrahm mehr hochgerutscht, dann ist die zwei gelaufen und es ist halt nichts mehr durchgeschrudelt worden. Und das kann bei dir nicht passieren, weil wenn da offen ist, das fällt ja auf das Stellsegment, das sitzt da in einem Blech, das ist verstellbar. Und das Stellsegment geht dann direkt oder auf die Hämmer oder auf die Schläge, die sitzen ja gleich da. Also da kann nichts verstopfen. Außer natürlich, man provoziert es jetzt und haut irgendein Papier oder was noch mit rein, dann. Aber sonst, die Arbeit gut. Aber ich starbe ja halt wie die Alter. Das merke ich auf jeden Fall. Aber gut, das war mal von vornherein klar. Und im Grunde genommen ist das wurscht, weil da macht man halt öfters einmal sauber oder so. Das Wichtigste ist eigentlich bloß, dass ich mein Getrau wieder schruben kann. Und das kann ich. Das gefällt mir. Jo. Ja, dann noch in letzter Instanz für den Schuhmüll. Schauen wir mal, ob es das Müll. Ja, eingemacht gestern. Das ist es. Ja, das ist mehr wie so ein Mehlbrei, kannst du sagen. Hat aber grober Bestandteil drin. Jetzt schauen wir halt einmal, wie sie es annehmen. Ich kann mir das aber vorstellen. Ja, genau. Manisch mal. Thank you.
Bühne auf. Schlimm. Also scheint zu schmecken. War da auch eine Nummer. Das ist halt jetzt mehr breiig wie den Strudel, wo ich sonst immer gehabt habe. Aber die Mengs. Alles gut. Die Oma putzt sowieso immer sauber aus, dass dann auch nichts mehr zu finden hat. Ja, mein Herr, Lümo, wir haben irgendwas gehen. Wieder mal schon wieder Quatsch. Ja. Es scheint zu schmecken. Die Hühner habe ich da noch ein wenig Haferflocken mit her. Der Gong ist sauber, das war gestern frisch gekehrt und sauber gemacht. Und sonst habe ich irgendwas zerkratzen und so da. Auf dem Betonboden eh ganz praktisch, weil dann nutzen sie sich gleich den Schnabel und die krallen immer ein bisschen damit ab. Das geht eigentlich auch immer ganz gut. Jo, also ich würde sagen, Schruten mit der neuen Mühle funktioniert. Und der Schrut aus der neuen Mühle schmeckt. Passt. Das war der Sinn und Zweck. Das war quasi der ganze Grundgedanke dahinter. Ja, eventuell kommt da mal noch ein gröber Sieb oder was, das müssen wir mal gucken. Aber solange es so anmengt, ist doch schon mal was. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, das war's für den ersten Vlog 2021. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Servus.